As you know, we started the protest march from Würzburg to Berlin, and after 3 weeks in Brandenburg, in Oranienplatz, we decided to choose another strategy to reach our aims. And so on 24th of October, the anniversary of a murder for Roma people, we came to that area. I don't know its name exactly, and police, as always, didn't let us to participate and go through this anniversary. Then we came here and registered the demonstration for 1 hour, and after 1 hour we announced everyone that we are gonna go through hunger strike. And after 9 days and after two negotiations with the politicians, Thursday night and the 1st of November, we, after a long meeting, we decided to break our hunger strike. And we will wait for the politicians until 15th of November. We are in Berlin now, at a refugee camp. People have built up a tent, a medical tent. And it could be that there will be new tensions. The German police did not allow people to even sit down until yesterday night. The police is removing the tent, which is a medical service. To speak with somebody who is in charge. Remember, the tent they took away was for medical treatment for the people who are in hunger strike. Ich bin nur gespannt, was da hinten passiert gleich. Ehrlich gesagt mit der Maria Böhmer und den... Achso, erzähl ich dir nachher nochmal. Sein oder sein lassen, Meinung aus oder einpacken. Ich entscheide mich für sein und akzeptiere kein Waffen. Ich wohne in einem Land, in dem man Essen in Mülleimern findet. Wo Wasser aus der Leitung fließt und im Abfluss verschwindet. Wo volle Regale von Supermarktketten voll bleiben. Davor bettelnde Penner verrecken, psst, schweigen. Das ist Deutschland. Das ist Deutschland. Das ist Deutschland. Das ist Deutschland. Die Penner sind nicht nur die, die jetzt denkt, die ich meine. Nein. Die Penner sterben zum Beispiel auch irgendwo in Afrika. Führen Kriege gegen Feinde, die sie nicht kennen, nur deren Körper zerfetzen. Damit wir profitieren von deren sterbenden Bodenschätzen. Asyl nachsuchen, auch erreicht werden können. Aber in der heutigen Zeit muss man fragen, ob eine solche Regelung noch zeitgemäß ist. Deshalb haben wir von Seiten der Bundesregierung vereinbart gehabt, schon in den Koalitionsvereinbarungen, dass die Residenzpflicht unter gewissen Gesichtspunkten überprüft wird. Und wir haben hier auch
Änderungen bei der Residenzpflicht vorgenommen. Das hat auch wieder die Möglichkeit gegeben, für die Länder hier entsprechend sich zu bewegen. Und Frau Koller wird dazu noch etwas sagen. Hier geht es dann um drei weitere Punkte. Der erste Punkt ist, wenn man erwartet, dass Menschen, die zu uns kommen, so schnell wie möglich Deutsch sprechen, dann muss man ihnen auch die Möglichkeit geben, Deutsch zu lernen in den Integrationskursen. Das ist ein Beschluss in der Integrationsberatung. Ich schätze unsere Forderungen als berechtigte Forderungen. What happened in the meeting and what was the result? A summary of what exactly happened. Arash is going to tell us in a couple of minutes. در مورد قوانین پناهندگی قرار شد که سه ماه آینده در سیستم رسیدگی به امور پناهندگی مجلس جلسه باشه. About the laws which asylum seeker has to live under it, the plan was, the agreement was having a commission inside of the parliament about reviewing the law in next 3 months in parliament. We received some letters about work permission and about Deutschkurs. They're going to bring these two topics inside of the parliament. As same as work permission and Deutschkurs, they're going to bring two more notes about against Residenzpflicht, and the fourth is legal residency against deportation. These four topics are going to go inside of the parliament to get discussed in next 3 months. Till 15th of November, they're gonna announce the exact day of for having this discussion in Parliament. From asylum seekers, two persons gonna join that exact date inside of Parliament to check what exactly is happening. در مورد پناهجویان اعتصابی قرار شد که در مورد این چند وقتی که آشکارا قوانین زیر پا گذاشتن نامه‌ای به استانهای جرایمی مدن بره. For those asylum seekers that they broke law, like as an example, Residenzpflicht, it's planned that this group that they came here, they arrange a note, a letter to send for those Bundesland, for those states that these asylum seekers coming for clearing the difficulties that they already have, like they got unregistered from their refugee camps and they have lots of punishment. در حال حاضر که در خیابون و در حال طی کردن مراحل مبارزه هستیم برخوردی با بچه‌های مشترک خیابونی نشه. For not having more consequences on those asylum seekers that they are continuing the strike and the fight. But they said that it's not for sure that they can do something because it depended to the laws in different states. But they will send that letter.
چیزی اصلا اعتصاب قضامونم به خاطر جلسه دیروز که توافق کرده بودیم اگر رفتارهای مشخصی در مورد رسیدگی به خواسته های ببینیم ما هم یک قدم جلو میذاریم با وجودی که گفتن احساساتون رو بشنید و اینجا رو ترک بکنید ما صرفا اتصال رو چی هستیم و اینجا ترک اینجا رو قبول نکردیم. In the last meeting, it was the agreement that if asylum seekers which were on hunger strike, if they see positive steps from the government for the demands, they're gonna take some steps. They put pressure to quit hunger strike and clear Brandenburg at all, but based on this, asylum seekers just decided to stop hunger strike, but staying in Brandenburg at all. تا پنجم که با این شرطی توافق کردیم میتونیم بمونیم؟ With this agreement that we have already, we will stay until 5th of November. پنج روز وقت داریم بدون قضا فعالیت سیاسی راحت تری رو انجام بدیم. We have 5 days without having hunger strike to do our political activities here. In these 5 days we have time to think and discuss and brainstorm about how we can stay on the street and continue striking on the street. And of course we didn't tell them about this. They wanted to put pressure on us to get this promise from us that we're gonna clear the Brandenburg tour, but we didn't give any promises. We said we're gonna think about it, there's nothing for sure. مطالب زیاد رو شنیدم توی روزنامه ها و منابع خبری به چاپ رسیده از بچه ها دهم. Okay, I have heard about many things that got published in media, newspapers and so on. برداشت های اونها و شایعات رو اصلا کار نداریم. موضع گیری رسمی اون رو بازم تکرار کنم برداشت پرسه مطالب We're not gonna go on with the rumors and how they want to treat and how they got understood or how they feel about this meeting. We're gonna publish our own independent press release tomorrow. ازالتی ها در حق فرانند را وجود داره ما تو خیابون هستیم و مبارزه ادامه داریم. For sure until these inequality laws are existed we're gonna continue the street, our fight on the street. Punk. About 6-7 police vans drove away. 8. But cops, civil cops are still there. A bit dressed like people of the Black Bloc, which is no offense of people of the Black Bloc. But we recognize them anyway. Because they have the wrong shoes. And they have the wrong shoes. I can't feel all the blue. World is wild and I've been smiling since I gave my love to you. Mother,
said, oh boy, I just need someone to love. Nothing comes into his head. Well, give it some time to send a new So, liebe Leute, wir sind hier als Solidaritätsaktion für die Flüchtlinge, die seit mehreren Tagen hier sind. Ich glaube, also auf Deutsch kennt ihr die ganze Geschichte. Ich würde mich lieber auf Spanisch ausdrücken wollen, weil wir eigentlich ganz viele aus Lateinamerika gerade hier sind. Estamos aquí para hacer una acción de solidaridad para los refugiados que desde hace más de hace 9 días estuvieron haciendo una huelga de hambre y ayer lo levantaron y siguen luchando en contra de las políticas de asilo en este país. Y bueno, queremos mostrar nuestra solidaridad y que también mucha gente que no habla alemán pero que habla español se entere por qué han caminado más de 500 kilómetros para venir aquí, para que se termine con la represión a refugiados, a extranjeros en este país, para que se les permita movilizarse dentro de sus lugares en este país, en Alemania. Y bueno, y por eso estamos aquí haciendo esta música con distintos compañeros. Y bueno, estuvimos escuchando la Lena. So, in Deutsch soll ich das nochmal sagen. Also wir sind hier als Solidaritätsaktion für die Refugees, die hier seit mehreren Tagen protestieren. Ich wollte sagen campen, aber man darf das nicht. Und wir wollen unsere Solidarität in dieser Art bekunden. Also weiterhin so, und ihr seid nicht alleine, auch wenn wir nicht immer hier sind. Ihr seid nicht alleine. Dankeschön. Ich spiele ein Lied jetzt, dieses Lied, ein leichteres Lied. Ist es anders hier? Der ist nicht anders. Dieses Lied geht um Ausländer sein in Deutschland. Wie ich zum Beispiel. La que viene es mi estación, aunque aquí nadie sabe. Aquí me cambié de un día a otro día, a otro día. Aquí caminaba fuerte y bajaba la mirada. Mi ropa llevaba un hombre que no entendía nada. Y había vivido sin casa cuando apenas me cuidaba. Pero esa vez mi imprudencia fue más grande al quedarme por la calle sin palabras. ¿Qué será de los gitanos que tocaban en la esquina? ¿Los habrá tragado un pueblo, los nazis, la policía? Yo caminaba como un preso que soltaron sin aviso, como tantos allegados que vivimos pidiendo permisos. Y me sentaba a recordar, a recordar que recordaba. Para mí iban los extraños llenos de mi casa, de mi mami, bueno, de Alemania. So what I wanted to emphasize is that when we talk about Europe, we are talking about Germany as the strongest force in Europe. Also wenn wir über
We created us as refugees, they made us refugees in our country, and now we are here. They are hunting us like animals. Wir machen uns zu Flüchtlingen in unseren Ländern und jetzt, wo wir hier sind, jagen wir uns hier. Every black African is first of all prejudiced as a Nigerian. This is what we experience in Germany. Alle Afrikaner werden, Schwarzafrikaner werden als Nigerianer verurteilt. Oh, that's the Swedish of Deutsch. In Nigeria ist ein wichtiger, ein arbeitet im Zusammenhang mit der deutschen Regierung, um diese Abschiebungspraxis auch durchzuführen. Nigerianer sind nicht die meisten Flüchtlinge in Deutschland, aber warum würde die nigerianische Botschaft später jeden Monat in verschiedenen Bundesländern die Leute identifizieren, die Nigerianer und die, die nicht Nigerianer sind? Das ist immer noch die Frage. Das Problem ist auch, wir haben ein paar Mal gefragt, welche Voraussetzungen gibt die Leute oder die Menschen zu identifizieren. Es gibt keine Papier, es gibt keine Geburtsurkunde. Wenn man Aufenthalt in Deutschland bekommen würde, würde die nigerianische Pass, der in Berlin gestellt ist, in Nigeria wiedergeprüft. Aber wenn es mit Abschiebung zu tun habe, braucht keine Überprüfung. Das ist immer noch die Frage. Und die Mobilanhörung, das ist die Abschiebungsanhörung, die in verschiedenen Bundesstaaten stattfindet, dauert einfach nur 2-3 Minuten. An welcher Form? Vom Aussicht oder vom Akzent würde die Botschaft des Ketters die Leute verurteilen, ob die Nigerianer sind oder nicht. Es geht auch weiter. Frontex ist seit 2005 gegründet als eine europäische Wachhund, die die Leute haben an die Abschiebung kümmern. Die kümmern die Sammelabschiebung von Afrikanern, und die nicht von Flüchtlingen allgemein, aber Nigeria sind eine wichtige Partnerschaft, in einer wichtigen Partnerschaft mit der Bundesregierung. Es gibt immer noch Vertrag, aber seit Januar gibt es den neuen Vertrag zwischen Frontex und die nigerianische Regierung. Im Wasser, am 19. Januar im Wasser wird ein Vertrag ausgeschlossen zwischen den beiden Regierungen. Und was geht im Moment? Es geht um Abschiebung. Einfach um Abschiebung. Und danach kommt etwas noch. Die biometrische Data von den Nigerianern ist die Bundesregierung offen gelassen. Weil fast alle Nigerier, die mit dem neuen nigerianischen Passport nach Deutschland gereist sind, werden immer noch vergleichen mit dem Fingerabdruck von der Bundesamt. So fast alle Nigerier sind jetzt kriminalisiert. Seit 2007 haben wir von The Voice gegen die Botschaftsanhörung gekämpft. Haben wir viele Proteste gemacht vor Ort und auch vor der Botschaft haben wir Proteste gemacht. Auch im Juni dieses Jahres haben wir eine Schreibung an die nigerianische Regierung durch die Botschaftsvertreter gegeben oder so. Und haben wir die Forderung, dass diese Zwanganhörung mit falscher Identität, korrupter Identität Praxis soll beendet werden. Aber bis zum jetzt bekommen wir keine Rückmeldung von der Regierung, aber die Entscheidung war, dass wenn die Zwangsanhörung weiterläuft, dann würde Flüchtling die Botschaft besetzen. So, das war der Grund der Besetzung am 15. innerhalb des Raum der Protestmarsch in Berlin. Am Anfang haben wir gedacht, dass wir die Botschaft besetzen gelassen haben. Aber trotzdem haben wir bemerkt, dass die Botschaft
was von der Bundesregierung besetzt gelassen. Weil die Bundespolizei hat uns in unsere Heimat geprügelt. Das zeigt eine Erfahrung von der Kolonialzeit. Ja? Man könnte jetzt schätzen, wie es mit der Kolonialzeit ging. Die Brutalität, die Militarisierung, wie die Bundespolizei die Menschen behandelt. Zum Beispiel, man kann auch jetzt schätzen, was die Bundespolizei in Kriegsländern so wie Afghanistan und alle anderen Länder macht. Weil wenn die hier in Deutschland solche Brutalität zeigen, dann muss man überlegen, was in unserer Heimat auch passiert, wo die Bundeswehr angegriffen ist. So. Die konkrete Forderung ist, dass alle Kollaboration oder alles im Vertrag zum Abstimmung zwischen der Bundesregierung und der migrantischen Regierung an alle anderen Flüchtlingslandesregierungen soll abgeschlossen werden, weil Abschiebung ist kolonial. Abschiebung ist Menschenrecht, total Menschenrechtsverletzung. Und so muss abgeschlossen werden. Das ist die konkrete Forderung. Aber wir versuchen im Moment eine Klage gegen die Bundesregierung zu schaffen, weil es ist wichtig, in unserer Botschaft, und wir geprügelt. Die Polizei hat selber gesagt, dass unsere Regierung sind nicht verantwortlich, deswegen sind wir nicht geschützt von unserer Regierung. Und das ist ganz wichtig. Wir leben immer noch in der Kolonialzeit. Das ist einfach die Wahrheit. Und das würden wir immer gegen kämpfen. Danke. Ja, wir haben jetzt vielleicht auch die Zusammenhänge verstanden. Warum die Menschen an dem Tag in die nigerianische Botschaft gegangen sind und warum sie dort protestiert haben. Ich glaube, es gibt immer noch viele Zweifel und viele Fragen, warum überhaupt dort. Und ich hoffe, das ist jetzt klar geworden. Und jetzt wird der Vertreter von der republikanischen Ambassade, Herr Gerloff, dazu auch was sagen. Ich werde hauptsächlich was zu den Forderungen der Flüchtlinge sagen und zu den Hintergründen dazu. Und die zentralen Forderungen sind ja hauptsächlich Abschaffung der Lagerunterbringung und Abschaffung der Residenzpflicht. Zur Lagerunterbringung muss man wissen, dass wer nach Deutschland kommt und hier einen Asylantrag stellt, der ist zunächst einmal verpflichtet, in einer sogenannten Erstaufnahmeeinrichtung seinen Wohnsitz zu nehmen. Die Unterbringung ist für 6 Wochen vorgesehen, kann maximal auf 3 Monate ausgeweitet werden. Dort wird das Asylverfahren in Gang gesetzt. Nach dieser Zeit erfolgt dann eine Zuweisung zu einem konkreten Landkreis. Und dieser Landkreis weist die Flüchtlinge dann in eine sogenannte Gemeinschaftsunterkunft ein. Und diese Gemeinschaftsunterkunft ist der Gesetzeswortlaut für das, was die Flüchtlinge als Lager bezeichnen. Diese Einweisung in die Gemeinschaftsunterkünfte oder Lager ist nicht dringend, sondern die liegt im Ermessen der Behörde. Das heißt, diese Forderung, Abschaffung der Lagerunterbringung, ist sofort umsetzbar. Dafür muss kein Gesetz geändert werden, sondern die Behörde muss einfach nur das Gesetz anwenden. Und absehen von der jetzigen Praxis, dass grundsätzlich eine Unterbringung in diesen Lagern erfolgt, sondern sie soll das Ermessen, was hier eröffnet ist, soll sie ausüben und überlegen, ob es im Einzelfall wirklich sinnvoll ist, die Flüchtlinge dort unterzubringen oder nicht. Beispielsweise gibt es ja rein juristisch gesehen, kommunalrechtlich, den Grundsatz des wirtschaftlichen Verhaltens der Kommune. Und es ist absolut unwirtschaftlich, Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften unterzubringen, denn es ist sehr teuer. Das heißt also, der Staat lässt es sich sehr viel kosten, die Flüchtlinge in menschenunwürdigen Unterbringungen unterzubringen, denn es ist nichts anderes als eine Unterbringung. Und eigentlich im deutschen Rechtssystem sind Unterbringungen immer nur für ganz, ganz begrenzte Zeiträume vorgesehen. Wenn man an Psychiatrie denkt oder Maßregelvollzug oder sonstiges, wo es sonst Unterbringungen gibt, Obdachlosenunterkünfte, auch vergleichbar systematisch, ist es immer sehr beschränkt und nicht zuletzt auch aus Kostengründen. Anderes Problem sind natürlich die Zustände in diesen Heimen. Das kommt meines Erachtens hauptsächlich daher, dass viele verschiedene Beteiligte versuchen, daraus Profit zu schlagen.
und was ihnen auch ganz gut gelingt. Denn die Betreiber dieser Heime sind oft private Betreiber, bekommen dafür Geld vom Landkreis und versuchen natürlich aus diesen Mitteln, die sehr begrenzt sind, Profit zu schlagen. Das heißt also, weniger auszugeben, als sie einnehmen. Das heißt, es werden keine Renovierungen durchgeführt, es gibt keine Sanierung dieser Heime, es sind oft völlig baufällige Gebäude, die für Wohnzwecke überhaupt nicht geeignet sind. Ist aber alles kein Problem, weil rechtlich gesehen ist das keine Wohnbebauung. Denn dort findet ja kein Wohnen statt, sondern die Leute sind ja nur untergebracht. Und durch diese baurechtliche Einstufung als sonstige Bebauung ist es eben auch möglich, dass diese Unterkünfte nicht in Wohngebieten platziert werden, sondern in Waldgebieten, in Industriegebieten. Das ist baurechtlich möglich, weil es keine Wohnbebauung ist. Was von meinen Mandanten häufig berichtet wird, ist, dass die Zimmer völlig überbelegt sind, dass einfach kein Platz für irgendwelche Individualität ist, weil es eben nur eine Unterbringung ist und kein Wohnen, dass häufig die Gemeinschaftsduschen, WCs, Waschplätze völlig unterdimensioniert sind für viel zu viele Leute, dass es oft auch nur kaltes Wasser gibt, das ist völlig normal und ja, dass einfach der Zustand dieser Gebäude unter aller Sau ist, auf Deutsch gesagt. Es sind keine Besuche möglich, das heißt, man kann dort kein wirkliches Privatleben entfalten, denn es gibt einen Pförtner, es gibt eine Security, da kommt keiner rein, ohne den Heimausweis. Ein anderer Punkt, den die Flüchtlinge völlig zu Recht kritisieren, ist die Gutscheinpraxis, die von einigen Landkreisen praktiziert wird. Da will ich jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen, weil das sehr kompliziert ist. Aber durch diese Gutscheinpraxis, die einfach bedeutet, dass statt Bargeld Gutscheine ausgestellt werden, ist zum Beispiel auch die Mobilität der Flüchtlinge extrem eingeschränkt. Denn diese Gutscheine gelten nur in dem Ort, wo sie ihren Wohnsitz zu haben haben. Wenn sie sich also von dort wegbegeben und über das Wochenende mal von Brandenburg nach Berlin fahren wollen, sie können in Berlin einfach nicht einkaufen gehen, weil hier die Gutscheine nicht gelten. Schon dadurch ist die Mobilität eingeschränkt, aber hauptsächlich natürlich durch die Residenzpflicht, die als zentraler Kernpunkt ja, Teil der Forderung ist, weil sie abgeschafft werden soll. Die Residenzpflicht gilt für Asylbewerber, die eine Aufenthaltsgestattung haben und für Flüchtlinge, die das Asylverfahren erfolglos abgeschlossen haben und mit einer Duldung hier leben. Die Asylbewerber dürfen ihren Landkreis nicht verlassen und die Geduldeten dürfen ihr Bundesland nicht verlassen, dem sie jeweils zugewiesen sind. Aus meiner Sicht verstößt diese deutsche Residenzpflichtregelung gegen Grundgesetz, gegen Europarecht, gegen Völkerrecht. Als Rechtfertigung für diesen massiven Einschnitt in die Menschen- und Grundrechte führt der Gesetzgeber und bis heute die Bundesregierung an, man müsste das Asylverfahren sichern. Nur durch die Residenzpflicht könnte das Asylverfahren gesichert werden. Da fragt man sich natürlich zunächst einmal, was machen die europäischen Partnerländer, die alle keine Residenzpflicht haben, wie machen die eigentlich ihre Asylverfahren, wenn das so essentiell wichtig ist. Das funktioniert ja auch. Und mir ist kein einziges Asylverfahren bekannt, wo die Residenzpflicht irgendwas gesichert hätte. Mir konnte auch noch kein Gericht und keine Behörde die Frage beantworten, was konkret die Residenzpflicht zur Beschleunigung und zur Sicherung des Asylverfahrens beiträgt. Nämlich gar nichts. Und wenn ich Interviews von konservativen Politikern höre, dann wird oft gesagt, ja, man braucht die Residenzpflicht ganz dringend, um eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge auf die Bundesländer sicherzustellen. Das ist einfach gelogen, denn die Residenzpflicht hat ja mit der Verteilung überhaupt nichts zu tun. Die Residenzpflicht heißt ja nur, dass er den Bezirk, in den er verteilt wurde, nicht verlassen durfte. Die Verteilung passiert auch ohne Residenzpflicht. Das ist also gar nicht der Punkt. Und die Erreichbarkeit der Flüchtlinge, die auch oft ins Feld geführt wird, die Behörde müsste die Flüchtlinge erreichen können. Ich habe es auch noch nie erlebt, dass das Bundesamt, was das für das Asylverfahren zuständig ist, irgendwann mal in ein Heim gegangen ist und versucht hat, einen Asylbewerber zu erreichen. Habe ich noch nicht erlebt. Die zuständige Behörde in Brandenburg beispielsweise sitzt in Eisenhüttenstadt. Der Flüchtling sitzt im Rathenow. Er darf ja noch nicht mal nach Eisenhüttenstadt zur zuständigen Behörde ohne Erlaubnis, weil die ist außerhalb seiner Residenz. Und solche absurden Konstellationen treten dabei auf. Aber es soll das Verfahren sichern. Mir ist kein Fall bekannt, wo das funktioniert. Dann wird oft gesagt als Rechtfertigung,
die Flüchtlinge sollen sich nicht so anstellen, bei Hartz IV gibt es ja auch eine Residenzpflicht. Das ist kompletter Unsinn, denn der Hartz IV-Bezieher kann sich ursprünglich dahin bewegen, wo er will. Bestenfalls muss er sich vielleicht bei seinem Arbeitsvermittler abmelden. Und der muss einfach nur sicherstellen, dass sein Briefkasten geleert wird und dass er innerhalb eines Tages nach einer Einladung durch das Jobcenter beim Jobcenter vorsprechen kann. Wenn das gewährleistet ist, erfüllt er auch diese Residenzpflicht im Sozialrecht. Das hat mit der Residenzpflicht für Flüchtlinge überhaupt nichts zu tun. Die Flüchtlinge müssen, wenn sie ihre Residenz verlassen wollen, zur Ausländerbehörde und dort eine Erlaubnis beantragen. In Berlin zum Beispiel kostet das 10 Euro. Einfach so, 10 Euro dafür, dass sie eine Erlaubnis kriegen, das Land Berlin zu verlassen. Das ist für die Leute viel Geld. Und wenn man Berlin vielleicht im Monat mehr als einmal verlassen will, dann ist das richtig viel Geld. Und dann machen die Leute das eben nicht und machen sich strafbar. Denn der Verstoß gegen die Residenzpflicht ist eine Straftat. So irre das klingt, das ist eine Straftat. Die sind damit kriminell und haben dann natürlich auch ein entsprechendes Strafregister. Was, wenn sie dann irgendwann einmal in den Genuss kommen, einen Aufenthaltstitel zu bekommen, dann ist das natürlich ein Ausweisungsgrund, weil sie sich ja formal gezeigt haben, dass sie sich nicht an die deutsche Rechtsordnung halten wollen. Denn sie sind so und so oft wegen Residenzpflichtverstößen bestraft worden. Und hier kann ich aus meiner Praxis sagen, dass bei den Gerichten in Residenzpflichtverfahren Zustände herrschen, die wahrscheinlich auch an die Herkunftsländer der Flüchtlinge erinnern. Richter am Werk, die keine Ahnung haben, was Residenzpflicht überhaupt ist. Es werden Leute verurteilt, die eine Duldung haben, die sich innerhalb ihres Bundeslandes bewegt haben, aber von einem Landkreis zum anderen. Sie werden verurteilt, weil sie ihren Landkreis verlassen haben. Das ist aber gar nicht verboten bei Geduldeten. Aber sie werden verurteilt, weil der Richter sich überhaupt keinen Kopf darüber macht, was eigentlich der Tatbestand dieser Straftaten ist. Ich erlebe es immer wieder, dass terminiert wird von den Gerichten für 15 Minuten. Und das ist auch, wenn kein Anwalt dabei ist, werden in 5 Minuten abgeurteilt, da wird kein langes Federleben gemacht. Sobald ein Anwalt in diese Verfahren kommt, werden die nicht verurteilt. Also meine Erfolgsquote liegt bei 100%. Ich habe noch keinen Mandanten, der verurteilt wurde wegen Residenzpflicht. Weil es so ein komplizierter Tatbestand ist, dass die Richter einfach verzweifeln. Und wenn man ihnen diesen Tatbestand nahelegt, dann stellen sie das Verfahren ein, weil sie überfordert sind. Und verurteilen dann wahrscheinlich den Nächsten, der nicht anwaltlich vertreten ist, umso härter. Zur Stimmung bei den Gerichten vielleicht auch noch ein besonderes Schmankerl vom Amtsgericht Eisenhüttenstadt, was oft mit Ausländerstrafrecht zu tun hat, weil es, wie man dort in den Kreisen schon sagt, an der Front liegt, direkt an der Grenze. Da sagt zum Beispiel eine Richterin, dass der Angeklagte zu den sogenannten Asyltouristen gehören würde und die Zahl der Asyltouristen würde immer weiter steigen und die würden nach Deutschland einreisen, um hier illegal zu leben und um hier Straftaten zu begehen und sie würden sich in den Ballungszentren sammeln und dies führt dazu, Zitat, dass es in diesen Ballungsgebieten immer mehr zu Spannungen kommen, die sich dann in der Regel durch weitere Straftaten entladen. Ich weiß nicht, was die Richterin damit meint. Allen Unbeteiligten, denen ich das bis jetzt vorgelesen habe, sind sofort darauf gekommen, dass sie wohl meint, dass der deutsche nationale Widerstand sich erheben wird und durch Straftaten diese illegalen Asyltouristen bekämpfen wird. Das schreibt eine Richterin im Notfall rein. Das ist ein Standardurteil, das ist kein Einzelfall. Das ist der Standardtextbaustein eines Urteils aus Eisenhüttenstadt, wo eine Richterin ganz klar sagt, der nationale Widerstand wird sich erheben, wenn das so weitergeht. Das ist unglaublich. Und mit dieser Stimmung haben die Flüchtlinge zu tun, wenn sie vor Gericht sind. Das muss man sich immer vor Augen halten. So viel vielleicht erstmal. Okay, dieser Track geht nicht raus an Hotel Adlon. Ich kämpfe für den Freiraum in den Köpfen, weil kein Freiraum hier ein Freiraum wäre, wenn sie sich nicht öffnen. Der Freiraum in den Köpfen schafft den Freiraum auf der Straße. Realitäten können stehen aus einer Seitenblase. Ich kämpfe für den Freiraum in den Köpfen, weil kein Freiraum hier ein Freiraum wäre, wenn sie sich nicht öffnen. Der Freiraum in den Köpfen schafft den Freiraum auf der Straße. Realitäten können stehen aus einer Seitenblase. In deinem Kopf fängt der Freiraum an. Wir machen da oben den ersten Schritt zu einem Aufstand. Menschen sammeln sich zusammen wie Gedanken, die sich zusammenfügen und als Kollektiv gemeinsam.
gemeinsam hier die Wahrnehmung verschieben, die Ordnung durcheinander bringen und sie neu sortieren können. Wir, wenn wir die Angst vor den Gedanken mal verlieren, auch wenn sich das wohnt, wenn du dir erstmal den Kopf zerbringst. Schütz dich auf mich als Visier vor dein Gesicht. Selber denken ist geil, aber manchmal auch nicht leicht. Und es sucht sich die Bequemlichkeit von jemand, der die Richtung weiß. Leider zahlen wir meistens diesen Preis um unsere Fähigkeit, selbst zu handeln, und so bleibt es nur bei der Gelegenheit, die Wand, die wir vor unserer Nase haben, zu besprechen. Zähne zu fletschen und den sinnlosen Gesetzen die Stirn zu bieten, Kettenschlangen zu verbiegen, den Beton aufzubrechen und die Räume, die verborgen liegen, zu nutzen, zu erkämpfen und was drauf zu machen, Freiräume zu schaffen, unser Leben aufzupacken. Um unser Leben aufzupacken, das ist für die Freiräume. Ich hatte die Vorstellung, ich komme in Deutschland an und würde mich irgendwo niederlassen. Ich wusste gar nicht, wo ich hingehen sollte. Und es war kalt. Es war September. Ich hatte ein Schengen-Visum. Haben Sie schon mal von diesem Flughafenverfahren gehört? Du bist nicht im Bundesgebiet. Du wirst nicht aus dem Flughafen rausgelassen. Sie haben ein eigenes Gefängnis am Flughafen. Niemand weiß, ob dein Asylverfahren zum Bundesamt kommt. Wenn deine Dokumente echt sind, wirst du in 2 bis 3 Tagen wieder abgeschoben. Deshalb habe ich das Visum zerrissen und weggeschmissen. Ich bin in so eine riesengroße Aufnahmestelle gekommen, nach Zirndorf in Bayern. Der Polizist ließ mich in ein Transitzimmer. Es gab so eine dreckige Matratze, wie ein Weltatlas mit unterschiedlich farbigen Flecken drauf. Der Fernseher war vom Müll, mit gebastelter Antenne. Der andere hat immer geschimpft, wenn es eine kleine Bewegung am Fernseher gab. Wenn jemand laut gehustet hat, musste man den Fernseher neu herrichten. Ich habe einen Bus genommen, der dorthin führt, wo man den Asylantrag stellen muss. Der neben mir saß, hat nach den Fahrkarten gefragt. Er hat gesagt, dass ich 15 Euro nachzahlen muss. Als wir bei der Haltestelle angekommen sind, war die Polizei schon da. Sie haben mich in eine Zelle gesperrt. Ich hatte einen kleinen Koran und diese islamische Kette dabei. Und das haben sie eingepackt und behalten. Um 4 Uhr morgens haben sie ein bisschen Kuchen gebracht, einen kleinen, kleinen Joghurt und einen kleinen, kleinen Keks. Ich habe Nein, Danke gesagt. Ich habe in Bolzenburg Asyl beantragt, an einem Freitag. Der Interviewer hat erst gesagt, ich muss alles nach äthiopischem Kalender erzählen. Daraufhin erzähle ich alles im äthiopischen Kalender. Plötzlich unterbricht er mich und sagt, ich soll wieder alles im europäischen Kalender erzählen. Ich musste alles im Kopf erstmal umbrechen, da kannst du nicht immer so genau sein. Ich sollte das Geburtsdatum von meiner Mama und meinem Papa mit dem europäischen Kalender angeben. Man weiß aber in unserer Kultur nicht, an welchem Datum man geboren ist. Wenn ich ein genaues Geburtsdatum von meiner Mama oder meinem Papa angegeben würde, dann wäre das eine Lüge. Das wissen die auch. Ich habe gesagt, ich komme aus Togo und beantrage politisches Asyl. Ich war sicher, dass ich anerkannt werden müsste. Meine Muttersprache ist Kotokoli. Man hat einen Mann mitgebracht und ja, er hatte Kotokoli gelernt, aber es war nicht seine Muttersprache. Er verstand Kotokoli nicht richtig. Sie haben von mir verlangt, dass ich Fotos und Filme mitbringe. Eine Videokassette, Flyer und Presse. Der Interviewer hat gefragt, wenn du ein Parteimitglied bist, dann musst du auch ein Parteibuch haben. Ich habe dem Interviewer gesagt, man kannte mich schon, deswegen hatte ich eine spezielle Karte. Sie haben gefragt, ja, können Sie da nicht diese Unterlagen mitbringen? Man hat 4 Wochen, um zu beweisen, dass das, was man sagt, richtig ist. Fast alle Interviewer tun das Gleiche. Sie wollen die Flüchtlinge bewusst nerven, damit du dein Ziel verfehlst. Das Gericht hat geschrieben, dass ich nie ein Visum bekommen habe. Beim Visumsverfahren wird aber alles fotokopiert. In Holland musste also eine Fotokopie des Visums sein. Sie meinten, mein Name und mein Geburtsdatum gäbe es in keiner Liste.
Das bedeutet dann, dass mein Name nicht stimmt, dass ich gelogen habe. Somit wurde ich abgelehnt. Sie haben mir einen Monat gegeben. Die Sachen sind 2 Wochen nach dem Stichtag angekommen. Deshalb haben Sie meinen Antrag abgelehnt. Sie haben mich nach Mecklenburg-Vorpommern gebracht. Ich habe außerhalb von Parchim gelebt. Wenn man in die Stadt wollte, da musste man mit den Schülern fahren. 2 Mal bin ich sogar die 7 Kilometer nach Parchim gelaufen. Nach Deutschland bin ich noch ohne Krücken gekommen, aber ich bin im Heim mehrfach im Schnee gestürzt. Und dann war ich gezwungen, mit Krücken zu laufen. Ein Krankenpfleger hat mir Krücken gegeben, aber dann meinten sie, wir brauchen die Krücken für jemand anderes, der sich die Beine gebrochen hat. Deshalb war ich 1 Jahr lang ohne Krücken. Wir Flüchtlinge hatten nicht erwartet, dass ein Asylheim wie ein Gefängnis ist. Im Heim hatten wir Komitees und für jedes gab es einen Vertreter. Die Leute vom Afrikanischen Komitee haben mich als Repräsentanten vorgeschlagen. Sie haben mich Präsident Ali genannt. Mein Anwalt hat Widerspruch eingelegt. Ich habe einen 2. Gerichtstermin bekommen. Beim Gericht sind 6 Asylbewerber befragt worden. Inzwischen sind alle abgelehnt. Und ich? Ich habe nichts gekriegt. Erst 8 Monate später, am Tag, nachdem der Diktator gestorben war, habe ich meine Ablehnung erhalten. In der Ablehnung stand, dass die Probleme, aufgrund derer wir Asyl beantragt hätten, nicht mehr existieren. Die Vereinten Nationen haben Untersuchungen gemacht, denen zufolge immer noch Menschen getötet werden. Die Leichen werden in der Küste von Benin gefunden. Ich konnte nicht mehr richtig durchatmen. Mein Blutdruck war enorm hoch. Ich habe angefangen, Medikamente zu nehmen. Im Krankenhaus haben sie zuerst die Lungen untersucht. Sie haben überall Elektroden angeklebt. Ein Arzt hat gefragt, rauchen Sie? Ich habe Nein gesagt. Trinken Sie? Nein. Er hat gefragt, was für ein Problem hast du? Und ich habe gesagt, nur das Asylproblem. Sie haben mir Sauerstoff gegeben. Auf dem Bildschirm wurde ein Alarm ausgelöst. Sie haben gesagt, es sieht ziemlich schlimm aus. Wir können Ihnen nicht versichern, wie es weitergeht. Vor circa 1 Jahr hatte ich nochmal einen Herzanfall. Der Arzt hat gesagt, Sie brauchen eine Behandlung für Herz und Blutdruck und die Beine. Wir sind im Jahre 2000 zum Gericht gegangen. Im Dezember, glaube ich, war das. Mein Anwalt hat gesagt, wir schaffen das. Alles, was ich angegeben hatte, konnte man sehr leicht recherchieren. Mein Anwalt hat kurz alles erzählt über meine Identität. Ich hatte Dokumente aus Holland bekommen, Fotos, Zeugnisse, alles im Original. Mein Visum war überall kontrolliert worden. Man hätte ein falsches Visum ja auch so leicht erkannt. Dann wurde ich abgelehnt. Ja, abgelehnt. Das Gericht hat nochmal geschrieben, dass kein Visum für mich ausgestellt worden war. In Äthiopien wurde dann eine Anklageakte eröffnet. Die äthiopische Regierung musste die Oppositionellen im Ausland bekämpfen, weil sie dort so viele Unterstützer hatten. Die äthiopische Regierung hat geschrieben, wen sie sucht. Über viele Oppositionelle haben Angaben gefehlt. Dafür haben sie extra Formulare geschickt, die ausgefüllt nach Äthiopien wieder zurückgeschickt werden sollten. Sie haben mich dann zum äthiopischen Konsulat eingeladen. Da waren 2 Deutsche zusammen mit dem Konsul. Sie hatten jetzt, komischerweise, eine Kopie von meinem Visum. Sie haben gesagt, Ihr Visum ist abgelaufen, Sie halten sich jetzt illegal im Land auf. Ich habe mich gewundert, dass es dieses Visum nie gegeben haben soll.
Auf meinem Ablehnungsbescheid stand ja, ich sei nicht dieser Feleke. Für mein Asylverfahren war ich nicht Feleke. Und für meine Abschiebung war ich es aber doch. Wieso ist das Visum heute echt? Er hat mir nicht geantwortet. Frühs kamen Polizisten, so um 7 Uhr. Ich war bei der Waschmaschine, ich stand noch mit kurzer Hose und Unterhemd da. Ich bin dann in die Justizvollzugsanstalt nach Augsburg gekommen. Man hat mir keine Zahnpasta, keine Seife, gar nichts gegeben. Das Essen habe ich durch die Klappe bekommen. Im Keller habe ich 4 Tage verbracht. Und dann haben sie mich nach Frankfurt transportiert. Sie haben mich an die Bundespolizisten übergeben. Du wirst so zwangsnackt gestellt. Sie lassen dich nackt in einem kleinen Zimmer und eine halbe Stunde vor der Abschiebung bringen sie dir erst Kleidung. Ich wollte dieses System irgendwie zu Fall bringen. Ich wollte zeigen, dass es Leute gibt, die das hier überleben. Man sagt, kleine Termiten lassen einen großen Baum fallen. Dafür brauchen sie sehr viel Zeit. Sie fressen und man sieht es nicht. Sie fressen langsam, bis der Baum fällt. Nicht, weil die Termiten ihn schieben, sondern weil sie den Grund einfach vom Boden wegfressen. Und irgendwann kommt der Wind und dann fällt der Baum von selbst. Ich wollte zeigen, dass ich mich niemals kleinkriegen lasse. Es gab 4 Männer. Der eine hat meinen Kopf runtergedrückt und der andere hat meine Hände auseinandergezogen. Das tat weh. Ich habe die Männer weggeschüttelt. Sie haben meinen Fuß weggezogen, da bin ich auf den Boden gefallen. Sie trugen mich, 2 Personen meine Füße, die anderen meinen Kopf. Und dann war es im Flugzeug zu eng. Ich habe meine Füße nach links und rechts gestellt. Alle sind zu Boden gefallen. Ich habe gesagt, ich fliege nicht. Sie haben versucht, meinen Mund zuzuhalten und meine Nase. Ich habe meinen Kopf geschüttelt. Sie konnten mich keine Sekunde festhalten. Und dann sind wir raus vom Flugzeug. Ich habe immer noch eine Narbe hier. Thank you.